Hey, Johannes hier von newgadgets.de und heute teste ich den CLA 45 AMG. Wie der Name schon sagt, das ist kein normaler CLA, das ist die stärkste Variante, hat 360 PS und ich würde mal sagen, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen, es gibt ein paar Fahrimpressionen und dann reden wir mehr über das Fahrzeug. Hier haben wir den Schlüssel auf zu dem Kofferraum auf und natürlich, weil wir hier ein AMG haben, auch mit Affalterbach AMG Logo. Kommt hier an der Seite rein, muss dann gedreht werden, es gibt keinen Start-Stopp-Knopf. Wenn wir Zündung einschalten, werden kurz die Tachonadeln justiert und das finde ich immer sehr sportlich. Der Wagen hat einen 2 Liter Benziner mit Turboaufladung und leistet 360 PS, das sind 265 kW. Das ist übrigens der stärkste Serien-Vierzylinder. Mit seinen 360 PS bringt uns der Wagen in nur 4,5 Sekunden von 0 auf 100. Das ist auf jeden Fall eine ganz klare Ansage und wirklich top. Und wir werden richtig in die Sitze gepresst. Und apropos Sitze, wir haben hier Recaro Sportsitze verbaut mit einem wirklich tollen Seitenhalt. Und wem das noch zu wenig ist, der hat an der Seite noch 2 Tasten, indem wir hier die Backen am Sitz und an der Rückenlehne noch fester machen können. Man liegt hier richtig gut auf der Straße, die Federung ist sehr hart. Das merkt man dann aber auch, wenn die Straße nicht so gut ist, denn dann wird man richtig durchgeschüttelt. Was darf bei einem sportlichen Wagen nicht fehlen, das ist natürlich der Sound. Und da hat der CLA 45 AMG auf jeden Fall was zu bieten. Kommt echt ein guter Sound aus dem Auspuff. Und was mir ganz gut gefällt, sind diese Schaltknalle. Also wenn wir beschleunigen und dann hochschalten, so ein richtig lauter Knall, macht auf jeden Fall was her, finde ich okay. Wem das dann vielleicht ein bisschen zu protzig ist, der kann einfach in den C-Modus oder in den Eco-Modus gehen und der hat es dann eben nicht. Und jetzt probieren wir den Race Start aus und dafür müssen wir jetzt erstmal hier diese Taste drücken. Dann seht ihr im Tacho das Sport aufleuchten. Mit dem linken Fuß dann auf die Bremse, ja, mit dem linken Fuß beide Pedals gedrückt halten und dann den Up-Pedal nochmal drücken. Dann ist der Race Start verfügbar. Mit dem rechten Fuß einfach voll aufs Gas drücken und dann bei 4000 Umdrehungen geht ihr einfach mit eurem Fuß von der Bremse und los geht's. Und hier haben wir den Motor, wie es sich für ein AMG gehört, von einer Person hergestellt, handcrafted by Uwe Nitschke. Und der leistet 360 PS, 265 kW und hat ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmetern. Und so wie er jetzt dasteht, hat er 19 Zöller mit 235 35er Bereifung.
Und natürlich können wir das Infotainment auch über diese Schalter am Lenkrad bedienen. Und wie ihr hier hinten sehen könnt, Up und Down, hier befinden sich natürlich auch die Schaltpanels. Also eure Geschwindigkeit hier auf dem Tacho geht bis 320. Ab 250 wird abgeregelt, aber es sieht dennoch wirklich sehr sportlich aus. Außerdem haben wir hier in der Mitte auch noch einen schönen Carbon-Look. Mittig im Tacho haben wir ein Multifunktionsdisplay. Dort bekommen wir hier beispielsweise derzeit angezeigt die digitale Geschwindigkeit. Aber wir können hier auch noch unsere Navigationsanweisung anzeigen lassen, unsere Audioinformationen, Telefoninformationen. Wir können hier die Einstellungen vornehmen und wir haben hier auch noch das AMG-Menü, wo uns die wichtigen Temperaturen angezeigt werden. Derzeit alle im weißen Bereich. Wenn der Motor gerade kalt gestartet hat, sind die Anzeigen hier noch blau. Ihr solltet dann also warten, bis sie weiß sind, bevor ihr richtig loslegt, denn dann haben sie Betriebstemperatur erreicht. Im AMG-Menü können wir dann auch noch, falls ihr euer Fahrzeug auf eine Rennstrecke bringen wollt, die Rundenzeiten aufnehmen. Also da drückt ihr einfach OK auf dem Lenkrad, startet eure Runde und bei jeder neuen Runde könnt ihr hier nochmal mit OK eine neue Runde anzeigen. So habt ihr nach dem Rennen eure Rundenzeiten direkt angezeigt. Die Optik im Innenraum kann sich sehen lassen, also Türverkleidung hier aus Leder, Armaturenbrett aus Leder und was auch schön ist, ist hier diese rote Ziernaht. Für diesen mittleren Bereich gibt es ja verschiedene Designs. Das ist jetzt hier ein Alu-Look, aber das gibt es natürlich auch noch in Carbon. Im Konfigurator könnt ihr euch anschauen, was es da alles gibt. Mittig angebracht ist das Infotainment-System. Das ist jetzt kein Touchscreen, das ist ein 7 Zoll Display und es wird dann über den Dreh-Drück-Knopf hier in der Mittelkonsole bedient. Jetzt haben wir hier die Navigation, können natürlich auch Radio wählen. Gibt auch die Möglichkeit hier natürlich euer Smartphone zu verbinden, um über Bluetooth Musik zu hören. Aber auch ganz herkömmlich über CD, über einen Wechsler, den man natürlich auch optional dazu kaufen kann. Oder über eine Speicherkarte, denn hier gibt es einen SD-Kartenslot, da könnt ihr eure Musik einspeisen. Und hier seitlich an der Tür könnt ihr euren Sitz justieren. Kopfstütze, Rückenlehne und hier nochmal den Sitz nach vorne schieben, nach hinten schieben, nach oben und nach unten. Ihr könnt ja auch verschiedene Sitzpositionen speichern, beispielsweise wenn ihr verschiedene Fahrer für das Auto habt. Beim Fahrer können wir natürlich auch alle Fenster öffnen oder schließen und die Spiegel einstellen. Jetzt sitze ich hinten, ist auch schön bequem, aber von der Kopffreiheit ist hier nicht mehr so viel Platz und ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn jemand 2 Meter groß ist, da das Auto hinten natürlich ein bisschen flacher wird. Also für mich geht es noch, da kann man sich auch ein klein bisschen so hinsetzen, ein bisschen bequemer, aber so sitze ich jetzt wirklich komplett gerade drin und dann kommen meine Haare auch schon hier oben am Dachhimmel an. Hinten haben wir Platz für 3 Leute, aber am bequemsten ist es natürlich, wenn hier nur 2 sitzen. Die Rücksitze haben einen sportlichen Touch und sind auch wirklich sehr bequem. Das ist dann übrigens auch der Blick nach vorne. Und von der Beinfreiheit ist es auch okay, finde ich. Hinten haben wir natürlich auch noch eine Belüftung und einen 12-Volt-Anschluss. Schauen wir auch mal in den Kofferraum. Ein Coupé hat ja normalerweise jetzt nicht so viel Platz. Öffnen wir das mal. Hier ist jetzt mein Equipment drin. Ihr seht, da wäre auf jeden Fall noch genügend Platz. 470 Liter Kofferraumvolumen haben wir hier. Also damit können wir auch durchaus in den Urlaub fahren. Was mir bei den Fenstern gut gefällt, ist das rahmenlose Design. Das Handschuhfach ist natürlich jetzt nicht so groß, passt nicht so viel rein, aber hier seht ihr, haben wir auch noch eine Möglichkeit, unser Smartphone da abzulegen. Und natürlich passt hier auch noch das Handbuch rein und die Fahrzeugpapiere und das war's. Und vielleicht auch noch ein paar CDs. So, jetzt wollen wir mal den aktiven Parkassistenten ausprobieren. Wir haben jetzt hier eine Parklücke gefunden und fahren langsam an der vorbei. Das Auto erkennt das. Wir setzen den Blinker, einen Rückwärtsgang und dann fragt uns das Auto, Parkassistent starten, mit OK wird das Ganze bestätigt und dann müssen wir einfach nur noch Gas geben. Es wird selber gelenkt und das Auto macht den Rest, aber ihr solltet eben auf der Bremse bleiben.
Jetzt sollen wir in D schalten, also nach vorne. Es wird wieder gekurbelt. Und gleich sind wir in der Parklücke drin. Parkassistent beendet. Und schon können wir aussteigen. Also jetzt mein Fazit zum CLA 45 AMG. Ihr habt gesehen, dass es ein sehr schnelles Auto ist, aber es ist dennoch schön alltagstauglich und das gefällt mir eben. Und wir kriegen hier in den Kofferraum gut was rein, das habt ihr jetzt in dem Video auch gesehen. Und der Verbrauch hält sich ja auch in Grenzen, wenn man eben seinen Gasfluss unter Kontrolle hat. Also es ist durchaus ein Auto, mit dem man auch jeden Tag zur Arbeit fahren kann. Der Anschaffungspreis ist vielleicht ein bisschen hoch, also 57.000 Euro kostet der Wagen. Und dann wollt ihr natürlich noch ein paar Extras haben, das kostet dann natürlich ein bisschen mehr. Und deshalb frage ich euch jetzt einfach mal, was glaubt ihr kostet der Wagen, den ich hier gerade fahre? Der hat ja schon ein paar Extras, die habt ihr jetzt in dem Video bestimmt auch gesehen. Schätzt einfach und schreibt es unten in die Kommentare hinein. Würde mich mal interessieren, was dabei rauskommt. So, das war mein Test zum CLA 45 AMG. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wenn ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen hoch auf YouTube gebt und es natürlich auch mit euren Freunden teilt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann, ciao!